und mache mir keine großen Gedanken, was ich dann spiele abends, sondern ich lasse mein Publikum mir mein Programm diktieren. Ganz am Anfang, da habe ich mir dann selber, suche ich mir selber was aus meinem Zettelchen. Und natürlich ist es nicht sehr schön, wenn Sie, während ich jetzt spiele, meine Lieder singe, dann mein Flyer studiere. Das ist, kann natürlich ein Kompliment sein. Das machen Sie lieber, während Wolfgang dann spielt. Das soll ich natürlich nicht merken. Ja, so ein bisschen. Aber das natürlich nicht, weil wir haben auch so schöne Texte, wäre wirklich sehr schade. Das war ein sehr übler Scherz, den nehme ich jetzt sofort wieder zurück und mache ihn auch nie mehr wieder. Aber in der Pause kann man sich ein bisschen mal auswählen. Ja, jetzt die ersten zwei Durchgänge, die wir machen, da mache ich einfach so einen kleinen Querschnitt. Wenn ihr mein Zettelchen studiert, das Innere hat alles nicht verbrochen oder gedichtet und komponiert. Und wenn das zu blöd ist, zu anspruchsvoll oder viel zu flach, der dreht den Flyer um. Da wird dann unter den Landesflaggen von Brasilianisch, Englisch, Griechisch bis über Schwarz-Weiß-Rot mit Hammer und Sichel und auch ohne. Die Regenbogenfahne ist da auch vertreten. Also da kann man sich dann halt in allen Sprachen aussuchen. Ich fange vielleicht gleich mal mit was Internationalem an. Das ist aus meinem Zyklus der griechischen Lieder, und weil ich annehme, dass vielleicht eine oder zwei von Ihnen diese wunderschöne Sprache vielleicht doch nicht verstehen, keine Angst, mittendrin, so nach 2 Minuten, 1,5 Minuten fange ich an zu übersetzen und singe dann ziemlich ganz genau das auf Deutsch, was ich vorher auf Griechisch gesungen habe. Mit dem Lied spiele ich mich gern am Anfang ein bisschen frei. Maria mit der Kitrina. Gibt's eine Maria unter uns, wer ich das widmen kann? Das hat sie jetzt davon, ne? Maria, 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 me, te kitlina, pionaga bas kalitera, pionaga. Kalitera, ton andras tu, ito jitona. Ton andramu, ton agapo, to jitona. Kalitera, ton andramu, ton agapo, to jitona. Kalitera, Maria me, ta kitrina, pionaga bas kalitera, pionaga bas kalitera. Τον άντρα σου ή το γειτονά. Να γίνει ο άντρας ο μάμαρο, το γειτονά τριάντα φιλό. Να πάτω στο μάμαρο, να κόβω το τριάντα φιλό. Fragst du Marie, wem sie liebt, kann sein, dass sie zur Antwort gibt. Ich liebe meinen lieben Mann so sehr, wie den von nebenan. Ich liebe meinen Mann so sehr, den nebenan, den lieb ich mehr. Denn wenn mein Mann nicht will oder kann, dann geh ich still nach nebenan. Es tut mir leid, mir tut's nicht leid, denn der hat noch Zeit und hält sich bereit. Und was mich noch besonders freut, ich hab es doch auch nicht so weit. Der hat noch Kraft, der hat noch Saft, das nenn ich gute Nachbarschaft. Fragst du Marie, wen sie liebt, kann sein, dass sie zur Antwort gibt. Ich liebe meinen lieben Mann nicht ganz so sehr wie den von nebenan. Maria me, te kitrina, pionaga baska litera, pionaga baska litera, ton andrasu ito itona. Alle in den letzten Reihen, die hören so fleißig zu und so konzentriert. Und in der ersten Reihe, da werden meine Flyer studiert. Aber es sind halt auch wunderschöne Bücher. Nur weiter so. So, und jetzt lasse ich mich noch ein bisschen inspirieren, wie wir hier empfangen worden sind.